Hallo, herzlich willkommen. Heute haben wir Freitag, den 5.06.2015. Freitag. Ja, ihr habt Wochenende. Ab heute oder ab morgen. Heute habt ihr den letzten Arbeitstag, letzten Schultag, je nachdem, was ihr gerade macht. Oder ihr macht gar nichts. Dann macht ihr es hoffentlich richtig. Also richtig gar nichts machen. Nicht einfach nur gar nichts, gar nichts. Ihr wisst, was ich meine. Heute habe ich einen Film für euch. Ganz neu. Zack. Die Entdeckung der Unendlichkeit. Muss ich da was dazu sagen? Ich meine, ich habe den Film nicht geguckt. Ich weiß nur, dass der Kerl hier, der da, den Oscar für die beste Hauptdarsteller, also der beste Hauptdarsteller bekommen hat. Es geht natürlich um Stephen Hawking und seine Frau. Das ist wahrscheinlich einfach eine Biografie, wie sein Leben war, oder was heißt war, wie sein Leben ist. Also das Leben wahrscheinlich von damals bis heute, wie er zu dem geworden ist, was er eben ist. Weil der Typ, der war ja wirklich schon ein heller Kopf. Er ist immer noch ein heller Kopf. Bin ich mal gespannt. Wertung, ihr seht sie jetzt nicht hier. IMDb sagt 7,8. 170.000 Leute haben da abgestimmt. Metascore ist 72 von 100. Kann man auch halt nichts sagen. Also ich bin gespannt. Was hat der eine Länge? Von 123 Minuten, das geht. Kann man sich angucken. Ja, kann man sich angucken. Ansonsten zeige ich euch nochmal. Wenn ich's krieg. Nächstes Mal darf ich mir das nicht mehr auf den Boden legen. Hier. Habe ich mir gekauft. Splatoon. Wenn ihr immer noch Bock drauf habt, schreibt mir auf der Comments bei den Comments oder addet mich einfach in der Wii U. Bei Nintendo als Bracalone. Ich heiße eigentlich überall Bracalone, habe ich ja schon mal gesagt, am Montag. Einfach Bracalone, das bin immer ich. Wenn ihr einen Bracalone seht, das müsste ich sein. Eigentlich, ich kenne keinen anderen, der sich auch Bracalone nennt. Ich hatte früher noch einen anderen Nicknamen, den ich, da war ich 13, 14. Da hatte ich Bracalone und den anderen Namen. Den gab es öfters, habe ich gemerkt. Aber, er hat viele. Bei Namen, ich will jetzt nicht so Namen wie Naruto oder Will Smith. Ich will nicht so genannt werden, weil die heißen ja schon so. Deswegen nehme ich mir lieber Namen, die nicht so, die so selten sind, wie Bracalone. Ich meine, wird jetzt irgendjemand sagen, woher der Name Bracalone kommt? Ich glaube, keiner wird drauf kommen. Ich habe es vielleicht irgendwann mal erwähnt irgendwo, aber ich denk's nicht. Ihr könnt mal raten. Wenn ihr ratet, dann bekommt ihr bekommt einen Keks von mir. Schreibt mir die Adresse. Ich tue den Keks dann in den Briefumschlag und schicke den euch. Ich mach das. Außer ihr wohnt hier in der Nähe, dann bringe ich sogar persönlich vorbei. Ja, das mache ich. Also. Tschüss.